So viel steht fest. Der Täter des ersten Pflastersteinanschlags besitzt eine massive Wurfkraft. Hier unter dem Schreibtisch fand die Polizei den Stein. Splitter liegen heute noch im ganzen Raum verteilt. Es ist das Bürgerbüro des Bundestagsabgeordneten Stefan Pilsinger und des einstigen Münchner Bürgermeisters und jetzigen Landtagsabgeordneten Josef Schmidt, der sich schockiert zeigt. Wir stellen halt einfach diese zunehmende Radikalisierung fest. Das muss man auch wirklich sagen. Das erinnert mich stark an die Weimarer Zeit, wo sowas gang und gäbe war. Und das ist, scheint jetzt heute auch wieder salonfähig geworden zu sein. Nach der Gewalt gegen Sachen kommt oft Gewalt gegen Personen. Und schon die Gewalt gegen Sachen geht nicht. Das ist keine Art, sich demokratisch auseinanderzusetzen, auch wenn man anderer Meinung ist. Zusammenkehren und weitermachen, so scheint die Devise Josef Schmidts zu sein. Es gilt, die demokratischen Werte zu verteidigen gegen jede noch so spitze Klinge. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich und auch das gilt genauso für den Bundestagskollegen Pilsinger, uns wird das in unserer Arbeit von nichts abbringen, wenn wir uns weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger des Münchner Westens einsetzen und weiterhin auch in den Parlamenten unsere Themen, wie wir glauben, dass es richtig ist, behandeln. Am Karfreitag flog ein weiterer Stein durchs Fenster. Abgehalten von dieser Tür, wie uns Büromitarbeiter Corpinian Eder zeigt. Und bereits im Juni vergangenen Jahres verschandeln rechtsradikale Schmierereien das Bürgerbüro in der Verdistraße. Und ich stelle mir die Frage, erkennen denn die Menschen nicht mehr, welches Glück wir haben, dass wir in dieser stabilen Demokratie eigentlich leben und welche Möglichkeiten diese Demokratie auch zur Diskussion bietet? Offensichtlich nicht bei allen, gell? Das Polizeipräsidium München wertet derzeit einen Videomitschnitt aus, auf dem die mutmaßlichen Täter zu sehen sind. Die Ermittlungen dauern an.